So, liebe Lüa, da bin ich wohl und das mal mit Psalm 5. Und die Plattdeutsche Bibel von Kurdel Emil Schode, hier hat sonderlich im Psalmbuch Rut geben, also bloß ein Teil von dieser Plattdeutsche Bibel. Du kannst aber all die anderen Bücher, die in der Bibel instut, auch hem von ihm, das Alte Testament, das Neue Testament, und dann gibt das mal oder gibt noch, das weiß ich nicht. Das Lütsche Buch hier, die Psalm Plattdeutsch. Du liest ich von M, he ist Holsteiner, he schnackt nicht das selbige Platt, ad wieder tut, aber verstehen kann man ihm doch. Und an sich ist das wunderbar, dass he das so mögt. Und ich lese mal eben für Psalm 5. Die anderen vier Psalmen habe ich ja ermogt. Ton opführen wie ein Flötenspiel im Psalm von David. Hör doch, o Herr, mein Wör, nimm doch mein Süfzen wahr. Mag, ob mein Luthals schreien no hölb, o mein König und mein Gott. Ich beer ja doch tot die. An morgen früh hörst du, o Herr, meine Stimm. An morgen früh lech ich die Pför, kick ut no die. Du bist ja doch kein Gott, die Freud an Sünden hätt. Dat Böse draf bi die nicht blieben. Prohlhans kann nicht bestohn, wenn i die für Augen kömmt. Du hast doch all die Unrecht tut, du muckst zu Schanden die Lügenbrot. In Mensch voll Blutschuld und Betroch, die ist den Herrn in Gruhl. Ober Eck, nur die Füll von dine Gnode, Eck komm in din Hus, büch, Deb, mi Dul, vor din Tempel, den Hilligen, in Ehrfurcht vor di. O Herr, so führ du mi nu dine Gerechtigkeit, wegen de, die in Verrot mi bringt. Mog nik für mi din weg. Du ist doch nix in ihren Mund, ob dat ihn sich verloten kann. Ihr Ingedöms ist bloß verderben, ihr Gödel man in open Graf. Ihre Tung, die snackt so glatt, sprich du eher schollig, Gott, dat se fallt dür dat, wat se Rutzlohn tut. Wegen ihr Füll an Lichheit stüt er doch weg, gegen die wären se doch obsternutsch. Ober freuen wird sich all, die sich bargen könnt wie die, schu hein wird die für all tiet, bist du doch über Jem in Schirm. Voll Freud über die mit Viren, die lebhaft die Num. Du bist ja doch, du segens den Gerechten her. Im Gifts em mit Wohlgefallen, aß mit in Schild. So wie diese fünfte Psalm in Datein Verse. Und ich will du gar nicht viel zu sagen, aber doch ein paar Sorgen und tu erst mal, fange ich mit der wunderbare Gude an, tun Schloss. Was du uns zusagt ist, alles wart gut, wir habt Grund da, wie uns freuen könnt, auch wenn das Leben nicht einfach ist, wenn die Welt tundel, absonderlich und gruselig utzert, und wenn du denkst, wo soll da bloß hinführen und wie soll da bloß wiedergehen. Am Ende von diesem Psalm hier steht, ober freuen wird sich all, die sich bargen könnt wie die. Schu hein mit die vor alle Tiet. Bist du doch über Jem in Schirm. Das ist unter Umständen das, was wir wirklich nötig haben, da wir das hört jetzt, da wir das mitnehmen von diesem Psalm. Der Herrgott ist als ein Schirm vor uns. Er kickt hier ein Fenster in Bremen in der Nähstadt und der plattert schon zum Beten diesen Sommer. Ja, der ist nicht sonderlich dröge, beten dat. Die Natur kann das natürlich brüten. Aber wenn man unterwegs ist und Schirmdubi hat, dann ist das doch gut. Und wenn das Theotergift in die Welt, wenn das Schwur ist, wenn Sogen passieren tut, die bang mucken tut, und wenn du nicht weißt, komm ich gut hin, wo ich hin will und so weiter, dann ist das auch gut, wenn du hört hast und dann auch lügen kannst. Die Herrgott, die ist über die in Schirm. Freuen wird sich, die sich bargen können, wie die Gott.
Juhain, Mötze für Altit. Und da wir ein bisschen mitnehmen, da wie ich wohl Lot düster wehen, buten, Lot kult wehen, Lot plattern und Regen geben, Lot ungemütlich wehen. Wie dröft doch weten wir, Grund, wie uns freuen könnt. Freuen könnt wir uns, weil wir uns bargen könnt, wie Gott unseren Herrn. Du kommt die ganzen Socken nicht so richtig an uns ran, nicht in uns Banners, nicht in uns Hart, die können uns nicht betrüben oder betrüben können sie uns, aber die können uns wohl auch bang mucken, aber die können uns nicht lütt mucken, die können uns nicht kaputt kriegen, die können uns nicht so verfieren, dass gar nicht mehr weht, was wie mucken schütt. Wie steht unter den Schirm, unter den großen Schirm und dieser Schirm, das ist Gott Sims. Da müssen wir nicht bange wehen. Und der andere Vers ganz zum Schluss. Du bist ja doch, du segnest den Gerechten, Herr, und gibst ihm mit Wohlgefallen als mit dem Schild. Was ist die Gerechte? Die Gerechte ist die, die sich verloten deit ob den Herrn. Das ist nicht die, die nichts verkehrt muckt. So ein Lührgift hat nicht, die nichts verkehrt muckt. Ich muck allerhand verkehrt in meinem Leben und hab schon mal so viel verkehrt muckt. Aber die Herr, da können wir doch unter dem Evangelium sonderlich hören. Die ist gnädig, die ist barmhartig, die vergift unsere Schuld. Die ist nicht as ihn die unsere Schuld söken deit und wenn die was findet, dann hätte die was zu schimpfen und so wieder. So ist Gott überhaupt nicht. Die ist gnädig und barmhartig. Du segnest den Gerechten, Herr. Wie sind Gerechte in Gott sein Nomen? Nicht wegen uns selbst, weil wir so gut sind und weil wir nichts verkehrt machen, sondern weil wir glöft an Jesus Christus, der hat vor uns alle Schuld betult. Und auch wenn wir das nicht richtig futten können und nicht begrieben können und so wieder, was das schall und wie das überhaupt angehen kann, wie könnt das hören, wie könnt das gellen luten, als Gott sein wichtiges Wort, wegen Jesus Christus, wegen meinen Söhnen, will ich dir all deine Schuld vergeben, will das durchstricken, was ich weht, was du verkehrt muckt hast, will das gar nicht mehr obtellen und gellen luten, will das wirklich vergeten, dann ist mit Christus an das Kreuzlohn worden. Das ist für meine Augen giftet nicht mehr. So sagt Gott, wenn wir an Christus glöben tut, dann kommt wir in diese Knoten rin. Und dann wird wir auch nicht bange wehen. Du bist ja doch, du segnest den Gerechten her, umgibst er mit Wohlgefallen als mit dem Schild. Das will ich dir auch sagen, wenn du die so fühlen darfst, wenn du das spüren kannst, wenn du das auch sagen, wenn du das auch glöben kannst, dass der Herr die gern hat, wegen Jesus Christus. Denn wenn du das spüren darfst, dass er die mit Wohlgefallen umgibt, dass er nicht vertürnt und nicht vergrält ist gegen die, sondern du gefällst ihm, wegen Jesus. Wenn du das spüren kannst, denn was soll denn an die rankommen? Was soll die denn kaputt machen? Was soll die denn vertreten? Ist doch alles gut. Wenn du das spüren darfst in dein Herz, die Herr, ich lebe in Luft, die fühlt sich an, nur Glück und nur Zufriedenheit und nur das röckt gut, hat wenn ich guten bin im Sommer. Und ich nehme nächst wohl frische Luft durch, ob im Wischen, wo ich bin, oder in Holt. Und alles ist gut und in Ordnung. Dann kann ich nicht vertriebeln, weil ich das spüren, du, die Herr, umgift mi mit Wohlgefallen, mit dem Schild. Mit dem Schild, das heißt ja, das Wort heißt auf Hebräisch Magen. Mit dem Schild, das heißt ja, du könnt die Pile von der Böse nicht durchkommen, tut die. Du könnt die Pile und die Speere von Vertrieben und von Bangigkeit nicht durchkommen, tut die und tut die Hart und auch tut die den Kopf. Denn die Herr hat ein Schild für die Handstellt und das Schild ist hier sonst mit ihnen wohlgefallen. So und wir mit wie hören, wenn wir die Bibel liest, haben wir wie hören und glöben. Der Herr hat uns so lief, wegen Jesus Christus.
Und warum Ludwig das Vertwiebeln und warum Ludwig die Traurigkeit so an uns rankommen, als wenn du gar kein Schirm wär. Ist aber doch eh. Lutze Butenstone. Der Herr hat uns lief. Und dann will ich zu den ganzen anderen Socken bloß noch eben kurz sagen, das ist natürlich hier so, sag wie mal König David, der hätte ja allerhand Probleme hat und Fugen gibt da Lür, die sind gegen ihn angehoben und die wollen ihm nichts Gutes und so weiter. Und da die prohlen und die lügt und Lür voll Blutschuld und Betrug und Lür, die dem König nicht gellen loten wollt und was nicht alles, ihr Ingedümstes ist bloß verderben. Die Tung snackt so glatt, da kennen wir auch gar nicht, das hätte nicht bloß König David kennt, sondern da kennen wir auch, da Lürdor sind, die wird nichts Gutes für uns, die gönnt uns nichts, die sind eben gegen uns. Ich habe da auch lange mit zu tun hat, ob meine Arbeit und so weiter. Du kannst halt unglücklich werden, das ist so, das ist ein echtes Leben. Ein echtes Leben ist also, du hast nicht bloß mit freundlichen Menschen zu tun, du hast nicht bloß Lür, die eit die über den Korb nicht und sag ich hier, mein Jung, allem wunderbar. Du hast auch Menschen, die verpult die ihn, wenn sie mal bloß können. Das Gift hat ein Leben, so ist das. Das Leben ist kein Ponyhof, sagt man doch, hüdigen das Fugen, ne? So ist das. Lutze doch Mucken, das Gift all, aber das andere, was wir nicht sehen können und was wir unter Umständen nicht so spüren können, das, was uns hier sagt, damit wir da überhaupt obkommt, das andere, wie können uns bargen wie Gott? He ist über uns ein Schirm. He ist so, dass he uns ankicken deit, als wenn wir gerecht wären wegen Jesus. Und he umgürft uns mit Wohlgefallen atmet Schild. Das können wir machen, gut, nicht sehen, nicht spüren. Wir können das aber hören und wir können sehen, ob wir das nicht auch glüben können. Denn schnackt hätte das nicht jens in vieli ob der Welt, snackt hätte das use Gott sims. Oder hätte das zu us sagen, loten durch sine Propheten. Und hier durch den Psalm. Also, wes nicht bang, Luti nicht auch noch kriegen. Psalm 5. Tschüss, bis nächstes Mal.